Ja, wir gehen jetzt gerade nach Teddy. Der Asus und ein paar PCs. Asus. Das ist typisch Momo-Sucht, sowas nennt man Suchtverhalten beim Teddy-Shop. Er stolpert mehr als er geht, würde ich mal sagen. Ja, du mich auch. Hi. Momo, bleib mal stehen. Was hast du gemacht? Scheiße. Ich. Hey, Momo, komm mal her. Doof? Das. Ja, das ist eine gute Frage. Darf ich mal? Ich fände das so eine Klatsche, weißt du? Bleh. Ja, nee. Oh, wie süß. Die Mini-Revolver. Was hast du gemacht? Und du mach nochmal. Aber nicht bei mir. Momo. Nimm meine Hand. Das Ding schnappt automatisch zu. Nee, wenn du drückst. Ey, cooles Gast, cooles Gast. Boah, wie süß. Peng. Darf ich mal? Mit Oma. Hier, du erspalt. Oh, wie süß. Eine M4. Wenn man so zum Handvergleich nimmt, sehr groß ist die ja nicht. Oh, ich finde das Ding geil. Scharfschützengewehr. Ey, damit musst du länger fangen. Was ist das? Ich mag diesen Stoff. Das sieht echt aus. Lustige Szene. Ja, na lecker. Ich bin das nur für den Oberkiefer. Alter, das Ding ist doch voll bekloppt. Das ist so ein automatischer. Das gibt's doch nicht. Ihr habt echt nichts Besseres zu tun, oder? Na, du machst davon ein Video. Aua! Hallo? Money makes me happy. 3 Euro. Hätte ich mal machen müssen vor der Kamera. Das ist doch mal ein Schwartopf. Bisschen sehr groß, ne? Ja, da gibt's den auch noch kleiner. Na du. Allein schon. Hey! Au! Aua! Steck das zurück in die Schneide! Bitte? Boah! Sombrero! Momo! Ja, von ganz her! Hat er! Ich weiß nicht! Wo bist du, Pferde? Ja, für 2 Euro so ein Song. Ja. Komm her, Momo. Ne? Komm her. Ich fühle mich so bepackt, Dane. Au. Ich verarschen? Junge. Nein, bloß nicht. Okay, warum? Momo. Er ist runtergeschmissen, wir wollen es aufheben. Momo, aufheben. Also, wir beenden unseren Einkauf hier mal, ne? Das geht schon 4 Minuten 10. Ciao. Was wohl andere über uns denken?